Bei mir jetzt Andreas Wolf vom DAX Bulletin. Wolf, guten Morgen. Gestern ist der DAX dann doch noch mit einem positiven Ende aus dem Handelstag gegangen. Wie geht es denn jetzt weiter die nächsten Tage? Guten Morgen, Herr Groß. Die nächsten Tage werden sicherlich davon geprägt sein, wie sich die Geschichte um Syrien entwickeln wird. Das heißt, es bleibt halt Unsicherheit am Aktienmarkt bestehen, solange dort keine Entscheidungen getroffen sind, die nun auch eine gewisse Festigkeit haben. Und Unsicherheit ist für die Börse natürlich immer Gift. Das bedeutet eigentlich, dass wir einen sehr volatilen Handel bekommen werden und dass die Tendenz eher noch ein Stückchen nach unten geht. Unsicherheit, Tendenz nach unten. Die Amerikaner, die haben mal wieder in ihre Wirtschaft reingeschaut. Die Fed macht das und hat gestern Abend das Beige Book veröffentlicht. Was bedeutet für Sie das Ergebnis? Wie deuten Sie das? Nun ja, wenn man sich die einzelnen Sektoren anschaut, ist man eigentlich nicht überrascht, dass es jetzt schon einen etwas verfestigten, zarten Aufschwung gibt, der neben dem Haussektor nun auch ein bisschen den Konsumsektor inklusive dem Automarkt erfasst hat. Und das Ganze ist natürlich davon getrieben, dass der Bankensektor wieder relativ gesund ist, in Anführungszeichen. Insofern ist natürlich davon auszugehen, wenn die Kreditversorgung in den USA sich wieder normalisiert, dass dann natürlich diese Tendenzen sich auch stabilisieren werden. Arbeitsmarkt in den USA, heute ADP, Freitag dann der große Arbeitsmarktbericht. Im Prinzip liegt ja die Latte doch relativ hoch, was die Erwartungshaltung angeht, wenn sich die Konjunktur in Amerika doch mäßig bis moderat erholt. Ja, allerdings denke ich mal, dass man da natürlich auch von Börsenseite her nicht zu aggressiv vorgeht, weil das natürlich ein nachlaufender Effekt ist. Das heißt, bis sich das in den Arbeitsmarktzahlen widerspiegeln wird, werden mit Sicherheit noch mindestens 3, eher 6 Monate vergehen, also Frühjahr 2014. Und vorher wird sich da nicht allzu viel tun. Die Arbeitslosenquote pendelt ja so zwischen 7,6 und 7,8%, was weitaus noch zu hoch ist für die Federal Reserve, um da ein gewisses Rückrudern zu produzieren. Das heißt ganz klar, nochmal nachgefragt, Sie gehen jetzt nicht davon aus, dass die Fed in absehbarer Zeit jetzt hier ihre Geldpolitik ändert? Naja, sie hat sie ja im Prinzip schon leicht geändert, aber es wird natürlich vor dem nächsten Jahr auf gar keinen Fall zu irgendwelchen Anhebungen von Zinsen kommen, solange die Arbeitslosenquote nicht den Level von 6 bis 6,5% erreicht und das auch mit einer gewissen Dynamik. Das heißt also, die Arbeitslosenzahlen auch wirklich nachhaltig sinken, denn dann würde man natürlich Gefahr laufen, mit einer frühzeitigen Zinserhöhung dem Ganzen wieder kontraproduktiv entgegenzuwirken. Soweit wollte ich jetzt gar nicht gehen, nach der Zinserhöhung zu fragen, sondern nach der Rückführung dieser 85 Milliarden, die auch angekündigt worden sind. Ja, aber das ist ja in dem Markt schon längst eingepreist. Also damit hat man eigentlich weniger eine Schwierigkeit. Man hätte auch, wenn die Federal Reserve ankündigen würde, sie würde jetzt, sage ich mal, die Zinsen schrittweise um 0,25 Prozentpunkte erhöhen, auch nur ansatzweise mal kleine Aussetzer im Markt. Das würde aber nicht, zumindest am Aktienmarkt, nicht zu größeren Verwerfungen zunächst führen, weil alles, was ein Zinsniveau von 2,5 bis 3% darstellen würde, ist für den Aktienmarkt völlig normal und auch eigentlich ungefährdet. Schauen wir nochmal auf unseren DAX. Der Arbeitskreis Aktienindizes hat getagt. Erste Reihe, keine Änderung. Und das ist ja auch irgendwo eine Meldung. Das heißt, K plus S bleibt da, wo Sie sind. Insgesamt die Bewertungen in M, S und TecDAX, wie bewerten Sie die Arbeit des Arbeitskreis Aktienindizes? Ja, man hat sich natürlich hart an den Vorgaben orientiert und da hat es für K&S, muss man so sagen, noch nicht ganz gereicht für einen Abstieg, wie das für die Aktie zu bewerten. Das heißt, Sie haben damit gerechnet, dass K+S absteigt? Ja, es war schon sehr gefährlich für K&S nach diesem Kursrutsch, dass die Aktie unter Umständen aus dem DAX rausfliegt. Und dass sie das nicht getan hat, ist nicht unbedingt ein Vorteil für die Aktie, weil natürlich immer noch wesentlich mehr institutionelle Investoren eben über einen Großteil von den Aktien verfügen und sich vielleicht da schon ein bisschen darauf vorbereitet haben.
So bleibt ein bisschen Druck auf der Aktie. Wenn sie nun wirklich aus dem DAX rausgeflogen wäre, dann wäre ja eigentlich der Druck raus, weil die Investoren eben sich schon so positioniert haben. Und so wird wahrscheinlich noch ein bisschen Abgabedruck auf der Aktie draufbleiben. Um auf die Frage zurückzukommen, wie man das bewerten soll, also es sind ja doch relativ interessante Werte im MDAX aufgenommen worden, nämlich Osram und Evonik. Die sind relativ marktbreit, haben doch relativ hohe Marktkapitalisierung, was für den MDAX relativ gut ist, weil das natürlich die Wertigkeit des MDAX noch stärker unterstreicht, während eben solche Werte wie Puma und BayWa relativ kleine Werte sind, die natürlich dann auch, sage ich mal, keine große Existenzberechtigung bei solcher Konkurrenz haben. Der einzige Wert, der da so ein bisschen auffällt, der rausgefallen ist, ist SGL Carbon, der nicht sehr klein ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir die Aktie in vielleicht ein oder zwei Jahren auch wieder im MDAX sehen werden. Andreas Wolf vom DAX-Monitor, ganz kurz noch EZB heute Nachmittag. Was wird da auf uns zukommen? Mario Draghi hatte irgendwo ein Problem. Er hat uns lange Zeit niedrige Zinsen versprochen, aber irgendwie der Markt, der macht was anderes. Der lässt die Zinsen jetzt dann doch merklich klettern. Naja, die EZB ist eben nicht allein auf dieser schönen Welt und auch wenn Europa natürlich noch ein bisschen Schwierigkeiten hat, aus der Rezession zu kommen, wenn die Amerikaner dies tun, dann werden die Europäer dem folgen. Diese alten Verbindungen sozusagen in der Wirtschaftswelt, die existieren, das haben wir jetzt auch in Emerging Markets gesehen, das bleibt auch so. Das heißt, von der Zinspolitik wird sich da in der Richtung natürlich auch was tun müssen, weil Draghi natürlich nicht von einer Dauerniedrigzinspolitik reden kann, wenn sich in einigen Sektoren der Wirtschaft schon etwas tun wird. Und dann wird natürlich auch die EZB wieder dazu übergehen, den Zinslevel, um das mal so auszudrücken, zu normalisieren. Aber wir sind davon noch ein gutes Stück entfernt. Also auch hier eben wie bei der Federal Reserve, denke ich mal, wird sich vor dem nächsten Jahr nichts Großartiges mehr tun. Alles bleibt, wie es ist. Es wird sich wenig tun, weder bei der EZB noch bei der Federal Reserve. Andreas Wolf, DAX-Monitor. Vielen Dank. Sehr gerne. Einen schönen Tag, Herr Groß.